Willkommen und willkommen zurück. Ich bin gerade dabei, das Thema Personal, Personalwirtschaft, Personalmanagement zu beleuchten anhand der mündlichen Prüfung und zu zeigen, wie man mit den Begriffen, die einem der Prüfer gibt, wie man damit spielt, wie man damit Punkte holt. Denn darum geht es letztlich. Die Begriffe, die der Prüfer einem gibt, ist wie ein Ball. Die Begriffe sind wie Bälle, die er uns gibt. Und wir machen damit ein paar Kunststückchen und erzielen damit Punkte. So ist im Prinzip das Spiel zu sehen. Und der Begriff, mit dem ich jetzt mal hier in diesem Video arbeiten möchte, ist der Begriff Personalplanung. Und ich habe ihn in die Mitte gesetzt, weil Personalplanung ein Oberbegriff ist. Ich habe es aber nicht nach oben geschrieben, sondern ich möchte mit einer Mindmap arbeiten, wo der zentrale Begriff nicht nach oben, sondern in die Mitte des Blattes kommt. Im Prinzip in die Mitte eines quergenommenen DIN A4-Blattes. Und Personalplanung, ja, Personal und Planung in Bezug auf Personal kann und muss man eine ganze Menge planen. Und zwar ganz am Anfang steht die Personal, das lasse ich jetzt weg, Bedarfsplanung. Und darauf sind wir ausführlich in mehreren anderen Videos eingegangen. Personalbedarfsplanung bedeutet quantitativ planen, die richtige Menge, aber auch qualitativ. Und wir haben über die Instrumente gesprochen, sowohl für die quantitative wie auch für die qualitative Personalbedarfsplanung. Wenn man diese Planung jetzt gemacht hat, kommt ganz logisch als nächster Schritt die Personalbeschaffungsplanung. Wir wissen die Menge am Ende unserer Planung und wir wissen auch das Anforderungsprofil. Und jetzt müssen wir planen und dann letztlich auch exekutieren, wie. Und wie bedeutet in diesem Zusammenhang wo und mit welchen Instrumenten wir diese Menschen uns beschaffen? Danach kommt ebenso logisch die Einsatzplanung. Die Personaleinsatzplanung. Ich lasse Personal immer weg. Ja, nach der Beschaffungsplanung, nachdem wir die Leute beschafft haben, müssen wir den Personaleinsatz planen. Und damit verbunden ist dann oft auch, denn man macht das durchaus über Training on the Job, die Personalentwicklungsplanung. Ja, man kann zum Beispiel diese beiden Begriffe hier kombinieren, die Personaleinsatzplanung und die Personalentwicklungsplanung. Wenn man Training on the Job einsetzt, dann kann man verschiedene Arbeitsplätze hintereinander schalten. Gezielt und sinnvoll, und dann hat man eine Personalentwicklung. Dann durchläuft ein Mitarbeiter verschiedene Arbeitsplätze, lernt an diesen Arbeitsplätzen, wie es funktioniert, und diese Arbeitsplätze stehen in einem Zusammenhang, sodass er danach ein größeres Wissen, einen größeren Überblick hat, und damit ist eine Entwicklung passiert. Und dann gibt es noch sozusagen am Schluss Gegenteil von Bedarfsplanung, die Personalabbauplanung. Das kann mit Kündigung zu tun haben, muss aber nicht unbedingt zwingend. Hier in dem Zusammenhang unterscheidet man gerne Maßnahmen ohne Kündigung, Abbau ohne Kündigung und Abbau mit Kündigung. Es gibt hier also auch Maßnahmen, wie man Personal abbauen kann, ohne dass man direkt kündigen muss. So, also wir sehen, dass der Begriff Personalplanung unglaublich viele Möglichkeiten öffnet. Wenn der Prüfer uns also diesen Begriff gibt, können wir in mindestens fünf Richtungen gehen. Wir können erstmal den gesamten Zusammenhang aufzeigen, wie ich das gerade hier gezeigt habe. Sie sehen, hier ist auch eine Logik drin, ne? Und hier ist sozusagen der Gegensatz. Bedarfsplanung und Abbauplanung, genau gegensätzliche Gedanken. Bei Bedarfsplanung brauchen wir mehr, bei Abbauplanung brauchen wir weniger.
Ja, aber ansonsten von der Bedarfsplanung zur Beschaffungsplanung, zur Einsatzplanung, zur Entwicklungsplanung und dann vielleicht zur Abbauplanung ist eine Logik. Ja, man kann erstmal diese Logik entwickeln oder man kann auch gleich natürlich in ein Gebiet gehen. Der Prüfer ist meistens mit beiden Sachen einverstanden. Wenn der Prüfer sagt, sagen Sie mal, Personalplanung, was fällt Ihnen denn dazu ein? Und Sie sagen, zur Personalplanung fällt mir als erstes mal ein die Personalbedarfsplanung. Und dann gehen Sie weiter in diese Richtung hier, Personalbedarfsplanung, quantitativ, qualitativ, ja, nennen die Instrumente und so weiter. Ist das eine Möglichkeit? Prüfen Sie immer durch Blickkontakt, ob der Prüfer einverstanden ist. Aber in der Regel wird er es sein, wie ich oft schon betont habe. Ja? So, okay, das ist sozusagen der Überblick zu diesem Thema Personalplanung. Alles Gute, Marius Ebert.